Ja, ein paar Bio-Kiwis habe ich da. Kann ich ein bisschen zu erzählen? Also noch habe ich mich halt noch nicht komplett, sag ich mal, in meinen Früchtekonsum eingelebt, also von der Beschaffung her. Die Orangen, die kriege ich für 2,70 € von Quinter Shopping oder für, das sind jetzt glaube ich welche noch vom Edeka für 2,30 € das Kilo, die auch schon ziemlich gut sind, zumindest nicht reif. Oft hat man es bei Bio-Orangen so, dass die nicht reif angeboten werden, dann auch nicht nachreifen. Aber wie gesagt, 2,30 € oder ich sag mal vom Quinter Shopping 3 €, wo man halt auch immer Versand mitzahlt. Und weil ich mir eigentlich auch immer Grapefruits mitbestelle, die 3,50 € kosten, also im Mittel eigentlich 3 € das Kilo. Dann die Bio-Kiwi sind 4 € das Kilo oder bei Quinter Shopping 4,40 € das Kilo. Also alles recht teuer eigentlich. Die Bananen, die habe ich jetzt eigentlich schon monatelang nicht gegessen. Jetzt fange ich damit wieder ein bisschen an. Das ist eine Sorte von Edeka, die ziemlich mild ist, die ich essen kann. Die herkömmlichen Supermarktbananen, die muss ich sofort ausspucken, weil die mir eigentlich zu süß sind. Das sag ich gerade, wo da Datteln liegen, da komme ich gleich zu. Aber die sind eigentlich relativ mild und wenn die voll reif sind, so sind die ja noch lange nicht reif. Die sind ja sogar noch teilweise ein bisschen grünlich oben. Haben jetzt ein paar Punkte, das muss alles voller Punkte sein. Dieser sieht eigentlich schon ganz gut aus. Aber die sind hier auch noch grün. Und ja, man sieht auf jeden Fall deutlich, wenn Früchte reif sind, dann sehen die auch viel ansprechender aus. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel nehme eine grünliche Birne. Die könnte man jetzt schon. Ja, die ist ziemlich hart, die könnte man eigentlich nicht essen. Und im Vergleich. Ja, die ist schon ein bisschen. Die ist schon ein bisschen gelblicher, die kann man noch eindrücken, will ich jetzt nicht machen. Ist hier ein bisschen verletzt, aber das ist ja nicht so schlimm. Die sieht dann, finde ich, deutlich ansprechender aus. Ja, die Bananen, die esse ich manchmal so 3 oder 4 Stück maximal, wenn die halt wirklich vollreif sind. Als Ersatz, sage ich mal, für Avocados oder einfach um sich halt ein bisschen zu erden. Ich will mich nicht mehr mit Avocados so viel erden, weil mich wirklich zu sehr runterziehen. Und das Blut ein bisschen verklumpt mit dem ganzen Fett und so weiter. Das mag ich nicht, das mag ich noch ganz selten. Und auch nur deswegen, weil ich Avocado vom Geschmack her einfach total liebe. Aber den Effekt mag ich einfach nicht, den er auf dem Körper hat. Und deswegen suche ich halt so ein bisschen Erdung durch Obst jetzt. Alle Beerenfrüchte sind ziemlich gut, die Kiwis sind auch ziemlich gut, sind aber halt auch Beerenfrüchte eigentlich. Bananen sind auch Beerenfrüchte, botanisch gesehen. Bananen sind halt cremiger, sind dichter, die haben weniger Wasser, statt durchschnittlich 86% Wasser. Die Früchte haben die jetzt 77% Wasser und haben einen doppelt so hohen Zuckeranteil wie die meisten Früchte. Deswegen kann ich jetzt auch nicht so viel davon essen. Meistens dann halt wirklich nur ein halbes Kilo. Von anderen Früchten kann ich auch ein Kilo essen. Ganz gerne mal. Ich versuche aber dann noch Gemüsebananen mal zu nehmen, aber das muss man halt alles ausprobieren. Ich kriege halt momentan wirklich keine guten Äpfel und Birnen. Diese Birnen, die kann ich auch eigentlich wegschmeißen, die schmecken überhaupt nicht. Das sind belgische Konferenzbirnen. Mir schmecken nur die deutschen Konferenzbirnen, dann aber auch wirklich nur entsaftet meistens. Oder halt mal zur Not. Deswegen suche ich eigentlich jetzt noch. Ich habe hier halt Obsthöfe gefunden, 10 verschiedene Obsthöfe, die ich mit dem Fahrrad erreichen kann. Dafür muss ich mein Fahrrad erstmal reparieren. Die integrativen Landbau betreiben. Integrativer Landbau heißt, naturnaher Anbau heißt, dass die möglichst bis fast nie, also in der Regel nie mit chemischen Mitteln arbeiten. Man kann dann aber halt nachfragen. Und auch ohne chemische Dünger und weiß nicht, was da noch für Auflagen gibt. Auf jeden Fall finden solche Bauern es halt nicht nötig, unbedingt jetzt ein Bio, so ein Bio-Siegel sich zu holen oder diese ganzen kompletten Auflagen von Bio zu erfüllen und da stimme ich eigentlich teilweise zu, dass das ist halt nicht wirtschaftlich. Die versuchen halt dann eher noch so ein Gleichgewicht zu finden, weil man muss halt auch teilweise in der Realität leben und für die Masse, die kann sich halt, oder die ist halt nicht bereit, das ganze Bio zu kaufen, das ist halt auch deutlich teurer. Also Bio-Äpfel in richtiger Bio-Qualität kosten halt zwischen 3 und 3,50 € das Kilo. Und die diesen integrativen Landbau betreiben, da kosten die Äpfel 1,30 € bis 1,80 € das Kilo. Also ein Drittel bis die Hälfte nur.
Und das sieht bei mir momentan halt auch so aus, dass ich nicht so viel Geld habe und ausgeben will und auch nicht so viel arbeiten möchte, um so viel reinzukriegen. Und der Vorteil ist auch noch, dass diese Bauern, dass die Qualität oft besser ist, weil die wirklich, da habe ich auch nachgelesen, dass die vollreif ernten und voll sonnengereift sind. Das hat man oft bei Bio nicht, wie erwähnt von bei den Orangen zum Beispiel. Und da werde ich auf jeden Fall mal bei diesen ganzen Obsthöfen die Qualität checken lassen und auch mal anfragen, ob die halt Erntehelfer gebrauchen können. Ist dann auch noch ganz praktisch. Ja, bald im Sommer gibt es dann halt die ganzen Früchte. Dann bieten die halt auch Erdbeeren, Pfirsich, Aprikosen, Pflaumen, später auch noch Weintrauben und so weiter, Birnen an. Und da wird es dann schon gehen mit den Preisen. Ansonsten, was für Obst esse ich sonst so? Ja, Wassermelone. Da aus dem Supermarkt, die kann ich meistens nicht empfehlen. Auf keinen Fall vom Netto, vom Aldi mag ich eigentlich auch nicht mehr. Vom Edeka ist ein bisschen besser. Geht zur Not auf jeden Fall, sage ich mal. Aber generell auch nicht so gerne. Jetzt probiere ich noch vom Türkenmarkt aus. Also der Türkenmarkt ist jetzt momentan eigentlich der beste Händler, den ich hier gefunden habe in Kevela. Da habe ich letztens eine Papaya gegessen, Papaya Formosa, richtig großes Teil, 1,4 Kilo. Ja, ihr seht gerade die ganze Zeit nur das eine Bild. Die war wirklich richtig gut. Ne, Moment, bei euch ist das dann ja dann verdreht. Die war wirklich richtig qualitativ, also eigentlich beste Frucht, die ich je gegessen habe, so ungefähr. Und da kostet die das Kilo 4 Euro. Und ja, das ist für so eine qualitative Frucht, die mich auch eigentlich den ganzen Tag satt hält, ist das eigentlich ziemlich gut. Da werde ich mir noch holen, die Wassermelone werde ich da ausprobieren. Die haben da, deutsche Birnen kommen voraus für 1,50 € das Kilo. Ist natürlich auch deutlich günstiger als das, was ich da jetzt habe. Die werde ich probieren. Die haben da Boskop-Äpfel für 1,40 € das Kilo, wobei mir Boskop-Äpfel zu säuerlich sind. Und entsaften kann man die nicht so gut, habe ich gemerkt, im Entsafter. Da kommt ja nur ein Drittel davon raus und der Rest ist eine matschige Pampe und das kannst du auch nicht nochmal wieder in den Saft da reintun, diese Pampe, weil dann verstopft da alles. Das verstopft sowieso durch Apfel. Also das ist bei einem Slow Juicer echt nicht zu empfehlen. Birnen gehen ein bisschen besser zu entsaften. Teilweise deutlich besser. Kiwis müsste ich auch mal probieren zu entsaften. Was haben die da noch im Türkenmarkt? Genau, die haben Ochsenherztomaten. Das ist eine relativ alte Sorte noch. Tomaten, habe ich mir sagen lassen, sind extrem überzüchtet mittlerweile und gibt es auch nur noch ganz wenige Sorten im Handel. Und diese Ochsenherztomaten, die sind wirklich extrem aromatisch, die schmecken besser als Pizza, das kann ich euch sagen. Die sind so ein halbes Kilo pro Tomate. Die kosten da 1,50 € das Kilo, die esse ich momentan auch. Obwohl so Süßfrüchte oder Baum- und Busch-Beerenfrüchte allgemein optimaler sein sollen. Finde ich die Tomaten da ganz gut. Wie gesagt, Wassermelone werde ich da probieren, Papaya holen. Birnen holen, vielleicht noch mal ein paar Äpfel, vielleicht haben die auch andere Äpfel, Tomaten. Ansonsten, ja, Gurke manchmal entsafte ich halt oder entsafte dazu noch Sellerie. Muss ich vielleicht auch mal gucken, ob ich, wenn ich halt nicht wirklich nicht genug qualitative Früchte zu einem annehmbaren Preis bekomme, dass ich dann irgendwie noch mal Möhren entsafte mit dem Möhrengrün zusammen, halt allgemein so Gemüsesäfte vielleicht noch ein bisschen integriere. Also als Säfte bekommen die mir ganz gut. So, hier habe ich jetzt einmal Maulbeeren. Maulbeeren finde ich ziemlich genial. Die sind ziemlich lecker. Die haben auch eine schöne Textur. Wenn man damit halt irgendwie Rezepte machen will, mache ich jetzt momentan nicht. Trockenfrüchte experimentiere ich gerade, die einzuweichen. Die sind, also Trockenfrüchte sind ungefähr ums Fünffache konzentriert und beim Einweichen dürften die ungefähr das Doppelte an Gewicht wieder annehmen. Sind also immer noch das Zweieinhalbfache konzentriert. Maulbeeren sind ziemlich basisch, wirken ziemlich basisch, haben 45 Gramm Zucker in Trockenform vom Gewicht. Bei Datteln sind es 65 Gramm Zucker. Papaya getrocknete esse ich am liebsten. Die haben nur 35 Gramm Zucker und wenn ich die dann halt einweiche, haben die circa 17 Gramm Zucker und das ist dann immer noch weniger als frische Bananen, also getrocknete, eingeweichte Papaya hat weniger Zucker als frische Bananen, deswegen ist das eine gute Methode, um sich auch noch stärker zu erden, ohne jetzt massig Fett drin zu haben oder massig Mineralstoffe durch dunkelgrünes Gemüse in sich zu haben.
Ich experimentiere halt mit der Erdung noch ein bisschen. In erster Linie versuche ich da zu meditieren, um mit dem Geist sozusagen Stress abzupuffern und auch ja, Stressfaktoren inklusive Gifte, die im Prinzip ja auch nur eine Stressschwingung sind auf anderer Ebene, abzupuffern. Das funktioniert ganz gut, da muss man aber relativ diszipliniert sein, habe ich gemerkt. Funktioniert natürlich mit Training immer besser und besser und besser, deswegen ist das Ganze ja auch ein Weg. Und die nächste Möglichkeit sind bei mir halt wirklich so Beerenfrüchte und Kiwis, die halt für Früchte viele Mineralstoffe haben. Die bringen einen so ein bisschen in die Balance rein. Trockenfrüchte bringen einen aus der Balance raus, weil halt das Wasser fehlt, weil diese Ganzheitlichkeit nicht mehr gegeben ist. Die haben halt, sind selber halt nicht mehr balanciert, denen fehlt das Wasser. Und wenn man halt selber was Unbalanciertes zu sich nimmt, dann wird natürlich auch der Körper unbalanciert. Ist eigentlich rein logisch. Und das merke ich auch jedes Mal sehr deutlich, dass mich das aus der Balance bringt. Auch wenn das halt erst einen positiven Erdungseffekt hat. Die Datteln, die werde ich halt auch einweichen. Die habe ich jetzt einfach nur geholt, weil die so günstig sind. Aber im Prinzip übersäuern die mich stark. Also ich habe jetzt frische Datteln probiert vom türkischen Markt. Für 3 Euro 600 Gramm frische Datteln. Die waren aber wirklich nicht gut. Davon habe ich ein bisschen entgiftet. Also die hatten irgendwie sogar Gift ein bisschen in sich. Davon habe ich starken Durst bekommen, obwohl die frisch waren, die Datteln. Die haben aber halt trotzdem nur ungefähr 40 bis 50% Wasser, glaube ich. Und frische Früchte so 85 bis 95% Wasser. Und die haben halt starkes Sodbrennen verursacht bei mir. Das kommt natürlich auch auf die Menge an, die man isst. Und die waren, glaube ich, auch noch, die werden oft gefroren, um die länger haltbar zu machen. Die Saison ist eigentlich September bis Oktober und es sind ja schon 6 Monate her. Also sind die wahrscheinlich auch gefroren gewesen und damit nicht mehr roh und kann ich dann auch nicht so gut verdauen, habe ich auch gemerkt. Die trockene wollte ich nochmal probieren, dass ich davon halt nicht zu viele von esse, die halt auch einweiche. Und ja, das probiere ich dann auf jeden Fall mal aus, weil die sind halt wirklich sehr günstig für 6 Euro das Kilo und die sind auf jeden Fall roh. Das sind jetzt halt direkt nur tunesische Datteln. Aber am liebsten nehme ich dann natürlich Papaya. Ansonsten werde ich mit Gemüsesäfte halt auch mal ausprobieren weiterhin, wie mich das erdet. Also es ist halt auch immer unterschiedlich, was an welchem Tag funktioniert. Ja. Aber in erster Linie reichen mir meistens halt wirklich saftige Früchte oder auch mal nichts essen oder halt nur mal Säfte trinken, Wasser. Ja. Aber es ist halt wirklich eine Herausforderung, muss man sich einfuchsen und auch die richtigen Dealer finden sozusagen, um ja genug Früchte da zu haben und ja auch für einen angemessenen Preis. Also auf Dauer Früchte nur für 4 Euro das Kilo, wenn ich halt 1 bis 2 Kilo Früchte am Tag esse. Oder wenn ich halt mal nichts esse in der Woche, dann kommt durchschnittlich 1,5 Kilo raus. Das sind dann halt ungefähr 200 Euro oder 180 Euro im Monat. Und es kommt halt nie auf die Rechnung hinaus. Es sind eigentlich immer ein Drittel mehr nochmal oder 50% mehr teilweise, was man ausgibt. Das wären dann über 250. Und auf Dauer kann ich das dann einfach nicht stemmen. Mit meinem Einkommen von, ja, 235. Und das ist halt, im Juni kriege ich das letzte Kindergeld. Das sind 180 und 50 Euro Taschengeld. Das sind halt 230 oder 185 waren es, glaube ich. Und sonst kaufe ich auch wirklich nichts, aber momentan bin ich halt wirklich 200 im Minus, weil ich so viel rumexperimentiert habe und so weiter. Und weil ich mir halt auch mal so einen Entsafter für 55 geholt habe. Deswegen muss ich jetzt halt erstmal was verkaufen. Und deswegen mache ich jetzt auch das beim Minimalism Game so ein bisschen mit, nur dass ich halt nicht am ersten Tag eine Sache, am zweiten Tag zwei Sachen aussortiere, sondern halt wirklich allgemein nacheinander das, was gerade halt passt, versucht zu verkaufen. Aussortiert ist das ja alles schon. Das steht alles in, stand auch alles vor, schon in Kartons verpackt. Jetzt nicht wegen dem Umzug. Steht halt alles verpackt rum. Außer die Bücher, die hatte ich frisch verpackt. Also aussortiert ist das sowieso im Geiste schon alles lange. Steht jetzt halt sozusagen nur rum. Ich habe mich aber von allen halt sozusagen schon gelöst. Nur es stört halt, wenn das halt alles noch rumsteht. Das muss ich halt wirklich nur irgendwie verkauft kriegen. Das sind halt wirklich alles Einzelteile bei den PC-Sachen und alles Teile, die halt für sich alleine schon einen größeren Wert haben, also zwischen 10 und 100 Euro. 100 Euro ist halt jetzt so das Äußerste, sage ich mal.
Da gibt es halt etliche Sachen, die so 30 Euro pro Stück wert sind. Das kann ich halt nicht alles auf einmal weggeben. Und das will ja auch niemand. Die wollen dann halt wirklich nur halt gezielt einen Teil haben. Deswegen muss ich alles einzeln reinstellen. Das sind mehrere hundert Teile. Das wird so anstrengend. Ja, da habe ich eigentlich so keinen Bock drauf. Besonders auch diese Magic-Karten da hinten. Die habe ich schon alle aussortiert, nur die wertvollsten rausgesucht. Und das sind dann immer noch 300. Die muss auch alle einzeln einstellen, diese 300 Karten. Und dann einzeln verpacken in Briefe und einzeln immer zur Post bringen. Da habe ich so keinen Bock drauf. Ja, muss aber sein. Und ich habe jetzt auch ein Jahr gebraucht, um mich von den PC-Sachen zu lösen. Das war mein größtes Hobby. Das war so ein krasses Hobby. Ich habe mich da täglich nur mit beschäftigt und mich so derbe reingenördet. Also über PC-Hardware weiß ich eigentlich alles, was man nur wissen kann. Also mehr als die größten PC-Nerds, die ich hier so national und international gefunden habe, da weiß ich teilweise trotzdem noch mehr. Es gibt dann halt so spezielle Bereiche nochmal, die mich dann weniger interessieren, wo ich dann weniger weiß, aber in den meisten Bereichen, da weiß ich eigentlich mehr als die meisten national und international über alte PC-Hardware. Ich habe mich da jahrelang nur mit, schon mit, also mit 11 Jahren oder nee, mit 10 Jahren habe ich meinen ersten PC auch zusammengebaut. Das ist eigentlich so mein allergrößtes Hobby und sich davon zu lösen ist schon ziemlich hart, muss ich sagen. Ist ziemlich hart. Naja, muss ich mal gucken. Vielleicht reduziere ich das auch erstmal auf einen Karton oder so. Muss ja nicht alles sofort sein. Minimalism Game, ja. Zuerst werde ich wahrscheinlich halt diesen RAM da verkaufen für 40, dann Bücher verkaufen. Und ich mache da jetzt bald auch mal ein extra Video für. Vielleicht könnt ihr auch irgendwas davon gebrauchen, von den Büchern oder von den Klamotten. Ist halt besser, wenn ich das halt unter relativ bekannten Leuten abgebe. Das finde ich immer cooler. Ja, auch mit den Büchern, Klamotten und den teuersten PC-Teilen werde ich starten. Deswegen Minimalism Game, weil ich das halt sozusagen ein bisschen auf YouTube machen wollte, damit ich halt auch mehr Motivation dafür habe und dann auch dranbleibe und dass nicht einfach nur so ein Gedanke bleibt. So, und jetzt sind wir wieder bei fast 30 Minuten. Deswegen war das jetzt nur diese eine Roomtour, aber wenn ich hier, noch muss ich keine Miete zahlen, bis ich halt ein Einkommen habe. Ein richtiges, dann muss ich 180 Euro zahlen. In ein paar Monaten. Und dann habe ich hier auch eine Küche zur Verfügung und ein Badezimmer, aber die Küche brauche ich nicht. Die wird aber halt gemacht, weil das nach mir noch weiter vermietet wird. Streichen tue ich auch erstmal nicht und so weiter. Brauche ich eigentlich momentan nicht. Ja, Badezimmer benutze ich halt ab und zu, aber ist auch nicht groß. Da steht jetzt nichts. Da steht jetzt ein Kamm. Und das war's. Eine Rolle Klopapier. Aber die Klopapier brauche ich eigentlich auch fast nicht, weil wenn man sich frutarisch oder roh vegan ernährt und einfach ernährt, nicht so vermischt alles, dann gibt es da nichts zum Abputzen einfach. Das ist dann auch nochmal ein Vorteil. Ja, Küche ist wie gesagt das hier, das reicht momentan. Und sonst habe ich halt noch 300 Kilo Trainingsgewicht, die in der Garage stehen. Da muss ich auch noch gucken, das ist eigentlich, Sport ist halt so mein, jetzt momentan mein größtes Hobby noch. Ernährung kann man eigentlich auch schon als Hobby sehen jetzt. Also das Frutarische oder dieser Ernährungsweg, das ist schon ein großer Teil momentan, will ich aber eigentlich gar nicht. Ich will eigentlich, dass das so nebenbei ist. Jetzt auch immer mehr. Jetzt, wo ich halt so viel experimentiert habe und so viel Erfahrung auch gesammelt habe, besonders theoretisch, aber auch praktisch, langsam genug Erfahrung gesammelt habe, sodass es halt sozusagen einfach nur Routine wird ein bisschen. Das kommt jetzt endlich mal so ein bisschen an. Und ansonsten ist halt wirklich Training mein großes Hobby. Da weiß ich auch nicht, wie sehr ich mich dann von diesen Gewichten da noch löse. Und dann habe ich noch mein Schlagzeug, aber das spiele ich auch relativ selten momentan. Das werde ich wahrscheinlich hier nach oben einfach stellen. Ich habe da sowieso nichts und da ist sowieso Platz und das muss ich dann ja auch nicht angucken die ganze Zeit. Und so ein Schlagzeug ist eigentlich auch ganz cool, weil damit macht man halt wirklich was und macht man was Körperliches und was Geistiges zugleich. Und das ist halt nicht einfach nur Materie, die rumsteht zum Sammeln oder so. Hatte ich eigentlich hiermit auch nicht vor. Also mit PC-Teile, ich sammle die überhaupt nicht zum Rumstehen. Und ich wollte damit halt wirklich Sachen zusammenbauen, habe ich halt auch gemacht. Ziemlich viel und ausprobieren und vergleichen und ja sozusagen die Seele auch dieser PCs erfassen und diese Individualität. Also ich habe da halt Teile, die sind so krass individuell, die sonst nur sehr, sehr wenige Leute haben. Da gibt es dann zum Beispiel ein Mainboard, also eine Hauptplatine, was von
1999 ist, das ist zum Beispiel eine Hauptplatine. Ja, will ich jetzt nicht umdrehen. Hier kann man noch eine ganz alte sehen. Eine Hauptplatine. Dürfte jetzt von 97 oder 96 sein. Also ich habe eine von 99, da, wenn ich da aber dann rumbastel und verschiedene komplizierte Dinge und Adapter und sowas anstelle, dann kann ich da Prozessoren einbauen, die von 2002 sind, kann dann aber auch zwei Prozessoren davon einbauen. Und die von 2002, das sind halt, die nennt man auch King, die sind dann halt noch schneller als welche von 2004 und davon habe ich dann noch zwei drin, das heißt, die Leistung ist vergleichbar mit 2006 ungefähr. Das Mainboard ist von 99 und ich kann eine Grafikkarte einbauen, die von 2006 ist. Da muss ich die Grafikkarte aber bearbeiten, das ist auch, kann auch nur eine bestimmte Version dieser Grafikkarte. Dann, weil das ein Server-Mainboard ist, kann ich da auch 2 GB RAM reinpacken. Dann kann ich da eine SSD anschließen. Gigabit LAN und diesen ganzen Quatsch halt und noch, weiß ich nicht, andere Festplatten, das wird das dann nochmal zu kompliziert. Also solche Sachen zum Beispiel und ja, alles andere, davon kann ich einfach gar nicht erzählen, weil das einfach zu sehr kompliziert ist oder eigentlich nicht unbedingt kompliziert, aber man braucht halt da Vorwissen für, damit man das überhaupt verstehen kann. Deswegen kann ich dieses Hobby auch niemandem irgendwie nahe bringen, das ist total schwierig. Ja. Was wollte ich damit eigentlich sagen? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es deswegen auch schwer, sich davon zu lösen. Und keine Ahnung, was ich damit sagen wollte. Ja, ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ja, Schlagzeug habe ich halt wie gesagt noch und das war's dann, was ich so an Besitzen. Genau, ich wollte damit halt sagen, dass das nicht einfach zum Rumstehen war, sondern dass ich halt wirklich Dinge ausprobiert habe und verglichen habe und so weiter. Ja, ich habe gerade irgendwie ein krasses Déjà-vu. Ich weiß auch nicht, dass die Situation schon 100 Mal aufgetreten ist, die hier gerade ist. Keine Ahnung warum. Okay, bis dann. Ich weiß nicht, was ich als abschließende Worte noch sagen kann. Ja, vielleicht könnt ihr einen Bildschirm gebrauchen oder. Das mache ich dann im nächsten Video, wo ich euch dann ein paar Sachen vorstelle. Genau, ich habe auch noch ein paar so Rohkostsachen zu verkaufen. Diese Aronia-Beeren auch zum Beispiel, die waren jetzt relativ säuerlich und ich mag säuerliche Früchte nicht so. Sollen aber fast so gut sein wie Heidelbeeren von den Wirkstoffen her. Dann habe ich auch noch sowas wie Linsen, also Beluga-Linsen von Rapunzel und solche Sachen, die ich halt nicht mehr esse. Ja. Ansonsten startet am 9. Mai hier eine Party. Also eine Einweihungsfeier von diesem Haus, von meinen Eltern veranstaltet und deren gemeinsame 100. Geburtstag, also sind beide dann 50. Und das habe ich dann jetzt halt, wollte ich jetzt kombinieren oder habe es kombiniert mit einem Treffen, mit einem Raw und Health Treffen oder Raw und Vegan Health Treffen, irgendwas davon. Habe ich auf Facebook eine Veranstaltung geteilt, werde ich mal unter dem Link stellen. Also ist natürlich blöd, dass ich das am Ende des Videos sage. Dann so lange gucken eh die meisten nicht oder viele. Aber halt für die, die nicht in meiner Facebook-Freundesliste sind oder ja, damit die es vielleicht auch mitkriegen. Aber für die, die kein Facebook haben, die müssen mich dann mal am besten anschreiben oder in den Kommentaren schreiben, wenn die halt Bock haben zu kommen. Ich denke mal so 20, 30 Leute werden dann hier kommen. Und von meinen Eltern, die haben noch 115 eingeladen. Ja, wollte ich jetzt nochmal kurz erzählen. Und das war's dann erstmal. Bis dann.